Hi, ich bin der Kai und heute schauen wir uns mal an, wie wir unsere Artikeldatenbank vor unbefugtem Zugriff schützen können. Hierbei soll es nicht darum gehen, wie wir die ganze Datenbank vor Hackerangriffen schützen, sondern wie du einzelne Felder davor schützen kannst, dass diese überschrieben werden. Denn vielleicht hast du dir ja ziemlich viel Mühe bei den Funktionsschablonen gemacht oder irgendwelche Felder, die du firmenspezifisch einträgst. Und dann möchtest du natürlich nicht, wenn du ein Update zum Beispiel aus dem ePlan Data Portal ziehst, dass diese Felder überschrieben werden. Und wie das Ganze geht, zeige ich dir in diesem Video. Was wir also jetzt als erstes mal machen müssen, ist, uns ein eigenes Schema für den Import zu erstellen. Dafür gehen wir einmal auf Stammdaten und auf unsere Artikelverwaltung. Und wenn du hier unter Extras auf Import gehst, dann findest du hier Feldzuordnung. Und dieses ist in der Regel auf Standardvorgabe ePlan eingestellt. Wenn wir hier auf den Drei-Punkte-Knopf gehen, dann können wir uns aber ein eigenes Schema erstellen. Das machen wir, indem wir hier auf Neu klicken und uns dann mal ein eigenes Schema erstellen. Das Schema müssen wir nachher auch im Dataportal nochmal auswählen. Das zeige ich gleich. Du kannst natürlich noch eine Beschreibung hinzufügen. Und jetzt siehst du schon, dass es hier einen Reiter gibt, Felder schützen. Und hier kannst du die Eigenschaften eintragen, die du nicht überschrieben haben möchtest. Vielleicht hast du ja zum Beispiel eigene Kurzkennzeichen für Lieferanten oder Hersteller, die abweichend sind von den Standardvorgaben, die es im Dataportal gibt. Oder aber du möchtest vielleicht auch die Beschreibung nicht überschrieben haben oder sonst was. Schreib es gerne mal in die Kommentare, welche Felder du immer bei deinen Artikeln anpasst. Also suchen wir mal hier zum Beispiel den Lieferant raus. Das möchten wir schützen. Wir möchten auch zum Beispiel die Beschreibung schützen. Und falls du die Funktionsschablone schützen möchtest, wirst du das Ganze hier nicht finden. Dafür gibt es hier unten nochmal einen extra Haken, den du anhaken musst. Wenn du das Ganze dann gemacht hast, dann klicken wir hier einfach mal auf Speichern. Dann können wir das Fenster schließen. Und jetzt gehen wir zum Beispiel mal hier auf diesen Artikel und ich ändere mal hier bei Lieferant das Ganze ab und schreibe hier zum Beispiel einmal rein, dass das Ganze von ePlan geliefert würde. Das ist natürlich ziemlicher Quatsch. Und bei der Funktionsschablone, da ändern wir jetzt auch einfach mal was ab. Und zwar schreiben wir jetzt hier einfach mal hin, dass das Ganze die Kanalbezeichnung I10 und I20 wäre. Und sagen übernehmen und schließen. So, dann gehen wir nochmal ins Dataportal und laden den Artikel nochmal herunter. Ich habe den in der Zwischenablage, das heißt, ich kopiere einfach die Artikelnummer hier rein. Und wir finden das Ganze hier und können das Ganze jetzt mal importieren. So, und jetzt siehst du hier unten Schema für geschützte Felder. Und hier musst du, falls das jetzt sich nicht umgestellt hat, das Schema auswählen, welches du haben möchtest. So kannst du dir zum Beispiel auch für unterschiedliche Artikel unterschiedliche Schematas anlegen. Und wählen hier noch aus, vorhandene Artikeldaten aktualisieren und neue hinzufügen. Der Import war erfolgreich und wenn wir jetzt in der Artikelverwaltung das Ganze einmal überprüfen, dann siehst du, dass hier immer noch ePlan drin steht und die Funktionsschablone so geblieben ist. Und jetzt machen wir das gleiche nochmal mit einem anderen Artikel, zum Beispiel dem hier. Ich kopiere mir die Artikelnummer raus und schreibe auch hier wieder bei dem Lieferanten ePlan rein. Und jetzt importieren wir auch diesen Artikel nochmal aus dem ePlan-Data-Portal. Und wählen jetzt für das Schema die Standardvorgabe von ePlan ein. Da sind ja keine geschützten Felder drin. Dann siehst du, dass jetzt der Lieferant beim Artikel wieder überschrieben wurde. Und das kannst du verhindern, indem du einzelne Felder einfach als geschützt markierst. Und jetzt würde ich gerne von dir wissen, ob du das Problem kennst und du einzelne Felder schützt in deiner Artikeldatenbank. Vielleicht war dir das Ganze aber auch noch überhaupt nicht bekannt und du hast immer wieder gewisse Felder aktualisiert. Also schreib es gerne unten in die Kommentare, für welche Felder du einen Schutz eingebaut hast. Ansonsten freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, wenn du den Kanal abonnierst, die Glocke aktivierst und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss, mach's gut.